Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute ein neues Kapitel beginnen. Und zwar wollen wir ab jetzt über Rechnernetze sprechen. Also zuerst mal etwas theoretisch, dann wollen wir im Bereich der Rechnernetze auch etwas programmieren und ein paar Übungen machen. Ja, die Rechnernetze, also eine wunderschöne Definition, findet man ja auf Wikipedia, und die besagt, dass Rechnernetze oder auch Computernetze, gell, eben ein Zusammenschluss von ja, technischen, vor allem selbstständig oder ich würde eher sagen autonomer Systeme ist, gell, und dieser Zusammenschluss, gell, der ja, man denkt hier immer an Computer, gell, an ja, Computer im Allgemeinen, gell, Server, PCs, Laptops und auch mobile Geräte und, gell. Aber sie sagen es ganz richtig, irgendwelche anderen Geräte, sie zählen da mal etwas auf, Sensoren, Aktoren, gell, Agenten, gell, oder so irgendwelche anderen Komponenten, sagen sie da einfach, gell. Gell, und wenn dieser Zusammenschluss da dient, dass man eben eine Kommunikation dieser einzelnen Teilnehmer dieser Systeme stattfinden kann, dann können wir von einem Netz sprechen, gell? Das ist jetzt viel in einem Satz, gell? Also was brauchen wir? Wir brauchen also Geräte, gell? Wir denken immer an Computer, aber es können auch andere Geräte sein. Und was müssen die können? Die müssen über ein Netzwerk, das physikalisch vorhanden ist, eine, ja, eine Kommunikation durchführen, gell? Und um das zu machen, müssen sie eine bestimmte Autonomie haben, gell? Und diese Autonomie, diese Selbstständigkeit, die muss zumindest so weit gehen, gell, dass sie selbstständig im Netzwerk kommunizieren können, gell? Ob diese Geräte jetzt mehr oder weniger Rechenleistung haben, das ist egal, gell? Aber es sind auf jeden Fall digitale Geräte, die mit der Kommunikation hier zurechtkommen, die sie verstehen, die Kommunikation, die dann mitmachen können, gell? Das ist eben wichtig, gell? Insofern selbstständig, um hier selbstständig zu kommunizieren, gell? Und ja. Und auch diese Geräte, wie zum Beispiel die Sensoren, gell? Es ist nicht so, dass jeder Sensor dann ein Gerät im Netzwerk ist, gell? Da müssen wir aufpassen, gell? Denn ein Sensor ist nur ein Gerät im Netzwerk, gell? Wenn er auch über das Netzwerk angesprochen werden kann, wenn man zum Beispiel die Werte über das Netzwerk auslesen kann, dann ist der Sensor ein Netzwerkgerät, gell, und Teil des Netzes. Sonst nicht, wenn der Sensor nur eine kleine elektronische Schaltung ist, gell, also zum Beispiel ein Temperatursensor mit so einem BT100 oder so, gell, also ein temperaturabhängiger Widerstand, und man baut hier so eine Brückenschaltung, gell, um dann die Temperatur zu bestimmen, und das Ganze geht man dann vielleicht noch analog-digital wandeln, und dann gehen wir das mit einem über eine Schnittstelle einlesen, gell? Dann ist diese elektronische Schaltung, unser Sensor, kein Netzwerkgerät, gell? Weil er nicht selbstständig im Netz ansprechbar ist. Erst wenn wir hier ein Gerät haben, gell, das mit anderen Geräten übers Netzwerk kommunizieren kann, dann können wir davon sprechen, dass der Sensor ein Netzwerkgerät ist, gell? Aber dann ist der Sensor etwas mehr als nur dieser elektronische Sensor, dann ist der Sensor auch Teil eines, ja, eines kleinen Boards oder eines kleinen Geräts, wo dann auch ein Mikroprozessor vorhanden ist, wo ein Betriebssystem draufläuft, gell, das eben das Protokoll in den Netzen versteht und verarbeiten kann, gell. Also diese Geräte, nicht automatisch alle Sensoren, Aktoren und so weiter, können dann zusammengeschlossen ein Netzwerk bilden, gell. Das stimmt nicht, gell. Nur wenn sie selbstständig kommunizieren können, wenn das gegeben ist, sonst nicht, gell. Ja. Anderes Beispiel, wenn wir einen typischen PC, ein typisches Rechner-PC, gell, also
als Desktop betrachten, gell, dann haben wir Geräte wie zum Beispiel eine Tastatur, ein Maus und vielleicht auch ein Drucker daran angeschlossen, gell. Und dann denkt man, naja, hier haben wir ja lauter Kabel, gell, also PC, da hängt dann ein Drucker dran, da hängt eine Tastatur, eine Maus dran, gell. Also könnte ja jemand sagen, Moment, das sind irgendwo so technische Geräte, gell. Bilden das vielleicht ein Netzwerk? Ist jemand, der ein PC zu Hause aufstellt und da ein bisschen Kabel benutzt, um da ein paar Sachen dran zu stecken, bildet das dann ein Netzwerk? Und die Antwort ist dann im Allgemeinen nein, gell? Nein, deshalb, weil solche Geräte, die man über USB dann ansteckt, einfache Peripheriegeräte sind. Und die bilden dann miteinander nicht ein Netzwerk, gell? Weil die Maus und die Tastatur, die verstehen sich nicht, gell? Die sprechen fremde Sprachen, gell? Sie hören sie nicht, sie sehen sie nicht, gell? Also die sehen nur jeweils den PC, gell? Und es ist dann eine ganz eigene Kommunikation, gell? Zwischen diesen beiden, gell? Aber nicht dazu geeignet, ein Netzwerk aufzubauen, wie wir ein Netzwerk meinen, gell? Also das ist recht eindeutig. Das Lustige dran, lustig, ja, okay, der Drucker war ein typisches ja, Peripheriegerät, gell? Der Drucker hat sich aber zu einem Gerät gemausert, das man sehr häufig auch im Netzwerk als Netzwerkgerät benutzen kann, gell? Und es gibt Drucker, die kann man über USB als Peripheriegerät anstecken und gleichzeitig können sie auch ein Netzwerkgerät im Netz sein, egal ob über Kabel oder eben Wireless, gell? Also der Drucker hat sich hier zu einem Künstler gemausert, der alles kann, gell? Ja, etwas schwieriger sind so Terminalsysteme, gell? Also Terminalsysteme, wir haben in der Schule auch ein Terminalsystem und die Terminals sind nichts anderes als PCs im Labor und dort ist eigentlich sehr eindeutig, gell? Dort haben wir den Server irgendwo, ja, im Serverraum drinnen eingesperrt, gell? Und wir haben PCs und diese PCs sind dann Terminals, gell? Und die Kommunikation läuft über das LAN der Schule. Also hier haben wir ganz eindeutig ein Netzwerk. Aber, gell? Terminalsysteme gehen weit zurück, gell? Und Terminalsysteme hat es gegeben, bevor es paketorientierte Netze gegeben hat, gell? Also wir sprechen über Netze und über Terminalsysteme und ob ein Terminalsystem ein Netz darstellt oder nicht, gell? Und gleichzeitig hat es Terminalsysteme gegeben, bevor es Netze gegeben hat, gell? Also Netze im heutigen Sinn, paketorientierte Netze. Und da ist eben zu sagen, gell? Heute sind Terminals noch netzwerkfähige Geräte, kommunizieren über das Netz, gell? Aber in der Anfangszeit, gell, hat man irgendwo ein Serversystem gehabt und man hat eine Verkabelung zu den Terminals aufgebaut. Aber diese Verkabelung, gell, die musste nicht unbedingt eine Verkabelung sein, die ein Netzwerk dargestellt hat, im Sinne, dass die Terminals autonom waren, gell. Also die Terminals konnten keine autonome Kommunikation vielleicht betreiben, gell. Im Sinne, dass sie auch untereinander sich vielleicht gehört haben oder so, gell? Also da haben wir ja verschiedene Lösungen gehabt, aber auf jeden Fall haben wir keine Situation gehabt wie heute, wo wir einfach ein Netzwerk haben und über das Netzwerk können wir die Terminals dann betreiben, gell? Also das ist heute recht einfach, gell? War ursprünglich aber nicht unbedingt so, gell? Ja, warum, wieso macht man das, gell? Warum braucht man ein Netz, gell? Hat man kein Netz gehabt, hat man kein Problem gehabt mit den Netzen. So einfach war das, gell? Und ja, es braucht da schon bestimmte Ziele, einen bestimmten Zweck, gell, warum man ein Netz benutzt, gell? Und einfach mal ganz grundlegend, ja, Netz benutzt man vielleicht zur Kommunikation, um in irgendeiner Form eine Kommunikation durchzuführen, gell? Das kann für einen Benutzer interessant sein, gell? Das kann auch bestimmte Dienste betreffen, gell? Also hier können wir uns Dinge ausdenken, gell? Und es werden immer neue Dinge erfunden, entwickelt, gell? Um Kommunikation über das Netz dann einzusetzen, gell? Oder etwas, was auch ganz interessant ist, vor allem ja, so in der Anfangszeit der PC-Vernetzung, ein Grund fürs Netz, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, gell? Also das Sharen zum Beispiel
eines Druckers, gell? Also wenn man nicht zu jedem Rechner einen Drucker hinstellen kann, dann kann man sich einen kaufen, der schöner ist und besser funktioniert, gell? Gell? Also da haben wir einen Grund, gell? Über das müssen wir dann nochmal ein bisschen genauer sprechen, gell? Warum und wozu, gell? Also man muss manchmal begründen, warum man ein Netzwerk machen will, gell? Nicht einfach nur sagen, weil es cool ist, gell? Okay. Ja, wir haben gesagt, wir machen Kommunikation im Netz, gell? Also es kann, die Kommunikation kann Ziel auf oberster Ebene sein, gell? Also Kommunikation zwischen den Teilnehmern, gell? Kommunikation kann aber auch einfach nur stattfinden, um die Temperatur des Sensors auszulesen, gell? Und dann abzuspeichern, gell? Ohne dass in diesem Moment gebraucht wird. Also wir können viele Zwecke haben, aber was wir hier eben haben, gell? Ja, was ist denn die Kommunikation, gell? Und zu sagen ist, die Kommunikation, das ist immer irgendwo ein Informationsaustausch, gell? Und dieser Informationsaustausch, gell, der ermöglicht es, dass also bestimmte Informationen von einem zu einem anderen Gerät im Netzwerk übertragen werden, gell? Und ja, und jetzt müssen wir auch noch eines sagen, warum Information und nicht Daten, gell? Weil Daten ist ja das, was wir schreiben, gell? Und Information ist das, was dort beinhaltet ist, gell? Also wenn wir Daten übertragen, gell, dann können wir bestimmte Informationen in den Daten haben, gell? Und wenn wir da mal schauen, gell, also, ja, wenn man ein ganz besonderes bla 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 schreiben, gell, oder übertragen, gell, dann füllt es dann schon einiges an Daten, gell. Aber es beinhaltet einfach nur eine bestimmte Anzahl mal ein bla, gell. Und ja, und der Informationsgehalt, der ist relativ dürftig, gell? Also wenn ich da so bla 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 von mir gebe, dann ist das ein, ja, das sind es Daten, gell? Und zwar alles sind Daten, gell? Aber der Informationsgehalt ist das, was dann drinnen steckt, gell? Und ein solches bla bla bla, gell? Also bla 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 bla, das beinhaltet dann recht wenig, gell? Gell? Und dieses Konzept, das kennt ihr von den komprimierten Dateien, wenn wir Dateiformate gemacht haben. Gell? Also Datenkompression ist eine interessante Sache, gell? Und die funktioniert aber nur, wenn wir weniger Informationen als Daten haben. Wenn wir bei der Kompression eben hier starten, dann starten wir bei den gesamten Daten und dann versuchen wir, die so zu organisieren, dass wir es kompakter darstellen können, gell? Und das funktioniert nur, wenn neben dem eigentlichen Informationsgehalt, was ja dann eine minimale Darstellung ist, gell, dann noch Redundanz vorhanden ist, also Daten, die man wegrationalisieren kann, gell? Also dann funktioniert Kompression, gell? Und doch da macht alles zusammen, sind die Daten. Und das, was man erreichen kann, ist Information. Weniger kann man nicht darstellen, gell? Ja, oder ein anderes Beispiel, das wir ja kennen, gell? Also im Winter, gell, da schneit es manchmal bei uns, gell? Und Schnee ist zwar eine feine Sache, ärgert dann den einen und den anderen, gell? Aber wenn man das hier so betrachten, gell, wenn das so richtig schön schneit und man hat einen Meter Schnee, dann haben wir vielleicht 10 Zentimeter Niederschlag, gell? Also wirklich so viel Schnee und dann bleibt nur so viel Niederschlag übrig. Aber das ist ja eigentlich der Inhalt, das ist die Information im Schnee, gell? Also die Schneehöhe, das ist die Datenmenge, gell? Und die Datenmenge, die kann schon beeindrucken, gell? Aber wenn man dann schaut, was der Niederschlag ist, das Wasser, das ist dann relativ wenig, gell? Und ja, relativ, also 10 cm sind auch 100 mm, gell? Das ist dann auch relativ viel, wenn alles zugleich kommt, gell? Also das hofft man ja nicht immer, gell? Gell, auf jeden Fall, wir müssen die Daten ja auch übers Netz übertragen, gell? Und die sind 100% der Übertragung, gell? Und ein Teil davon ist die Information, gell? Und diese Information ist die dann eben ist jener Teil der Daten, der dann eben etwas aussagt, also die Informationsmenge in den Daten dann.
Gell? Ja, das ist jetzt alles sehr viel, gell? Und wenn man jetzt diese Kommunikation betrachtet, ist die auch sehr komplex und muss in einem Regelwerk beschrieben werden, gell? Und das sind die Protokolle, gell? Und die Protokolle, die sind ein sehr zentraler Punkt dessen, was wir heuer beginnen und was ihr dann in den nächsten Jahren weitermachen werdet, gell? Und vor allem, wenn man auch Rechnernetze jetzt auch auf der Universität betrachtet, gell? Dann werdet ihr doch ganz viel über Protokolle sehen, gell? Das Regelwerk der Kommunikation, was hier alles standardisiert worden ist, wie es gemacht wird, gell? Das sind die Protokolle dann, gell? Und ja, da gibt es nicht ein Protokoll, da gibt es viele Protokolle, um eine Kommunikation zu organisieren, gell? Und das ist eine aufregende Sache dann, gell? Vor allem, wenn ihr dann zum Beispiel auch Software entwickelt, die das dann benutzt, gell? Ja, und ja, in den Protokollen, da wird alles Mögliche beschrieben, gell? Also Dinge, die irgendwo ja Übertragungsgeschwindigkeit, Frequenzen, gell? Also ganz physikalische Dinge, gell? Oder ja, etwas, was nicht so physikalisch mehr ist, gell? Also wie werden Wörter geschrieben, wie werden die Rahmen rundherum mit bestimmten Informationen dann geschrieben, gell? Wie macht man Verschlüsselung, wie macht man Sicherung, gell? Wie wird Information dargestellt, gell? Wie werden Zeichen dargestellt, Zeichensätze zum Beispiel, gell? Oder wie werden Zahlen dargestellt, gell? Also man hat ja verschiedene Rechnerarchitekturen, Prozessoren, gell? Dort werden die Zahlen nicht überall gleich dargestellt, gell? Und das ist ein Problem im Netzwerk, gell? Ja, Dinge wie Synchronisation, gell? Wie kann man dafür sorgen, dass man da hört, was der andere schreibt, ohne dass man aneinander vorbeiredet, gell? Oder die eben richtige Reihenfolge der Daten, gell? Also dass du nicht das eine Datensatz den anderen überholt und am Ziel versteht man das nicht, gell? Okay, da kann alles Mögliche passieren. Ja, und man hat dann auch Konzepte, die ihr aus der Programmierung kennt, gell? Man hat die Syntax dessen, was wir darstellen, gell? Also irgendwo die Struktur der Bits, der Wörter, der Frames, gell? Das ist also, wie das Ganze ausschaut und aufgebaut ist, gell? Und dann haben wir auf der anderen Seite den Inhalt. Was ist das? Was sagt das aus, gell? Und das ist einfach transportierte, eben auch der transportierte Inhalt, gell? Was gehört zu der Organisation des Protokolles, gell? Also das sind alles, und was steht denn da drin? Was sagt das aus, gell? Also das sind die zentralen Punkte. Das sind Punkte, die dann eben zum Regelwerk gehören, zum Protokoll, gell? Ja, es gibt aber solche Protokolle nicht nur in den Netzen, gell? Also das wäre ja verwegen zu sagen, ja, seit es Netze gibt, gibt es Protokolle. Protokolle haben wir ja auch auf ganz anderer Ebene. Und zwar zum Beispiel bei der Kommunikation mit der Post, gell? Wenn man einen Brief schreibt, gell? Also, oder einen Liebesbrief, gell? Ja, da muss man sich ein Kuvert nehmen, gell? Also ich habe da mal so eines, gell? Durch Werbung kommen, gell? Und ja, das Ganze ist verpackt, gell? Und was steht denn da drauf? Da steht mal einmal drauf die Adresse, gell? Da steht meine Adresse drauf. Und ja, und so haben sie mich gefunden. So hat mich der Brief gefunden. Hätten sie die Adresse nicht hier hinten drauf gegeben, sondern im Brief drinnen versteckt, gell? Ja, dann hätte mich der Brief nicht gefunden. Gell? Also, das muss man dann schon richtig machen, gell? Weil sonst findet einen der Brief nicht, gell? Gell? Oder normalerweise schreibt man auch den Absender hinauf, gell? Und das haben sie gemacht, gell? Also das haben sie darüber wesentlich kleiner, gell? Also ober meiner Adresse steht dann die Absenderadresse auch drauf, gell? Ja, und den Rest haben sie hier eigentlich relativ frei benutzt, gell, um eine wunderschöne Werbung drauf zu kleben. So, und dann ist ja, was ist denn noch bei diesem Protokoll, gell, wo kommt der Inhalt hin? Der Inhalt, der kommt innen rein, gell, also der ist im Brief drinnen dann, gell. Und ja, das ist dann das vom Brief, gell, oder aber das Telefon, gell.
das richtige Telefonieren, das ist nicht mal so einfach, gell? Gell? Und ja, lange ist es her, gell? Da hat man dann auch in den Lerninhalten der Grundschule, gell, hat man hineingeschrieben, dass man das Telefonieren lernen muss, gell? Ja, das muss man heute nicht mehr lernen, gell? Ja, das kann man da meistens schon, gell? Man wird schon mit dem Handy geboren, gell? Und dann weiß man schon, wie das funktioniert, gell? Gell? Oder zum Beispiel, wenn man, ich meine, heute ist es so, dass man schaut draus, man sieht schon, ah, wer ist es, gell, sagt, ah, hallo, Christi, gell, gell, aber wenn man so ein, ja, Festnetztelefon hat, gell, und man weiß nicht, wer da anruft, gell, und jemand nimmt den Hörer, dann ist eigentlich, gehört zum Protokoll, dass derjenige etwas sagt, gell, zumindest hallo, gell, oder seinen Namen, gell, Gell? Also, und ja, wenn man das nicht macht, wenn man beim Festnetztelefon den Hörer abnimmt und nichts sagt und still ist, gell, dann erwartet sich dran eigentlich eine Antwort, gell? Aber wenn man nichts sagt, dann ist er ganz perplex. Er hört plötzlich kein Tut-Tut-Tut mehr, gell? Und er hört aber auch keine Kommunikation, er hört kein Sprechen, gell? Also, so einfach, gell, kann man, naja, ein Telefongespräch da jemanden verunsichern, gell, wenn man sich nicht ans Protokoll hält, dass man da einfach was sagt mal, gell? Ja, und was ist denn hier wichtig? Wichtig ist bei dieser Kommunikation, gell, dass die Protokolle, die dabei entstehen, dass die standardisiert werden, gell? Weil im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, gell, des halben Jahrhunderts, wo wir eben Netze haben wir auch Beispiele gesehen, wo die Standardisierung nicht erfolgt ist, gell, wo irgendein Betrieb etwas gemacht hat und gesagt hat, so ist das jetzt, gell, und das war keine Standardisierung, das wurde nicht abgemacht, gell. Und wenn etwas nicht standardisiert ist, dann ist es normalerweise eher schwierig, dass es überhaupt auf dem Netzwerkmarkt überlebt, gell? Also, es ist wichtig, dass die Protokolle, die man verwendet, sich an Standards halten, gell? Und dass man das dann auch entsprechend bekannt gibt, dass man sich jemand anders auch dran halten kann, gell? Ja, also ganz wichtig die Standardisierung der Protokolle.